Das also am Wochenende. Und wenn Sie Ballettchef Martin Schläpfer noch mal an der Deutschen Oper am Rhein erleben möchten, dann sollten Sie schon mal nach einem Termin schauen. Denn wie heute bekannt wurde, verlässt Martin Schläpfer Düsseldorf und wird neuer Direktor des Wiener Staatsballetts. Es war das dritte Mal, dass die Wiener Martin Schläpfer angefragt haben. Diesmal konnte der 58-Jährige nicht widerstehen. Also ich habe Wien immer geliebt. Es ist eine Stadt, eine der wenigen Städte, in die ich reinging und immer eine gute Zeit hatte und mich sehr wohl fühlte. Im Sommer 2020 wird er Düsseldorf verlassen. Für ihn ein fälliger Karriereschritt, aber auch ein schwerer. Ich habe ja hier zusammen mit meinem Team und allen etwas aufgebaut, das ja doch ein gewisses Renommee hat und in der Tanzwelt wichtig ist. Viermal war er mit seiner Truppe Kompanie des Jahres. Gerade erst wurde Schläpfers Uraufführung Schwanensee preisgekrönt. Ersatz suchen, kein leichter Job für Intendant Christoph Meyer. Das ist nicht so ganz einfach, einen so unglaublich begabten und kreativen und tollen Choreografen zu ersetzen, das ist ja klar. Also es wird schon ein bisschen dauern. Ne? Noch zwei Spielzeiten trainiert Schläpfer das Ballett am Rhein. Dann übernimmt er die doppelt so große Mannschaft in Wien. Mit über 100 Tänzern, eine der größten Ballettkompanien der Welt. Ich freue mich sehr, also wie ein Schläpfer sich eben freuen kann. In der Oper am Rhein freuen sie sich, dass er dann 12 Jahre lang da war. Ha, ha.